Was ist die Grundlage menschlichen Leidens? Ich weiß, dass die östlichen Köpfe dies auch absorbiert haben, auf eine schreckliche, verzerrte Art und Weise. Aber heutzutage, wenn du es deinem Freund oder einem Verwandten erzählst, ich gehe in den Ashram für 3 Tage, würden sie dir sehr nett begegnen und fragen, warum, was ist schiefgelaufen? Something must be wrong with your life. Etwas muss mit deinem Leben nicht stimmen. Du gehst in den Ashram, to heal a wound, to solace yourself. Um eine Wunde zu heilen, dich zu trösten. Etwas muss wirklich falsch sein mit deinem Leben. Or you must be too old for life. Oder du bist zu alt für das Leben. Otherwise, why would you go to an ashram? Andernfalls, warum würdest du sonst in einen Ashram gehen? So this has crept into this culture also. Das hat sich also auch in diese Kultur eingeschlichen. Essentially, if you're alive, im Wesentlichen, wenn du nur in Teilen lebendig bist oder nur teilweise am Leben bist, teilweise am Leben zu sein, ist eine schreckliche Folter. Viele von euch haben diese Naturwissenschaftsklassen durchlaufen. Ich bin sicher, du hast dabei Frösche und Kakerlaken seziert, oder? Es waren nette, lebhafte Wesen, aber du hast sie geöffnet, weil du ihr Herz finden wolltest und Leber und Niere. Halb lebendig zu sein, ist Folter. Hast du das gesehen? Halb am Leben zu sein, ist immer eine Folter. Dies ist die Folter, durch die ein großer Teil der Menschheit gegenwärtig geht, weil sie nur halb lebendig sind. Nur ein Teil von ihnen ist lebendig geworden. Nur ihre Körperlichkeit und Mentalität ist lebendig geworden. Der Rest ist erst noch am lebendig werden. Halblebendige Menschen leiden an allem. Sie leiden an Unwissenheit, sie leiden an Bildung, sie leiden unter Armut, sie leiden unter dem Wohlstand, sie leiden daran, allein zu sein, sie leiden, in einer Beziehung zu sein. Wenn sie nicht verheiratet sind, leiden. Wenn sie verheiratet sind, wenn sie keine Kinder haben, leiden sie darunter, als ob Kinder, wenn sie da sind, sie können kommen und dich beißen. Das tun sie. Keine Kinder, woran leidest du? Aber auch daran leiden sie. Zeige mir nur eine Sache, woran Menschen gegenwärtig nicht leiden. Zeig mir einfach einen Aspekt des Lebens, woran menschliche Wesen zurzeit nicht leiden. Sie leiden einfach an allem. Nicht nur am Leben, sie leiden sogar am Tod, bevor er passiert. Siehst du, er denkt an den Bau einer Pyramide für ihn selbst. Das, was ist und das, was nicht ist, sie leiden an allem. Das ist nicht, du leidest nicht an Einsamkeit. Du leidest nicht in Gesellschaft. Du leidest nicht an Geld. Du leidest nicht unter Armut. Woran du leidest, ist deine halbe Lebendigkeit. Du versuchst verzweifelt, dich vollständig lebendig zu machen, mit Geld, durch Trinken, durch Sex, durch eine Wanderung, durch das Kommen in den Ashram. Auf so viele Arten versuchst du irgendwie, dich vollständig lebendig zu machen. Das muss noch vollständiger geschehen. Hier und da spürst du einen Ausbruch von Lebendigkeit, aber es verebbt wieder. Wenn also die Menschen ständig zur Hälfte leben, wird Vergnügen zu einem wichtigen Teil ihres Lebens. Ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens. Ohne ihn kannst du nicht existieren. Das Vergnügen wird in deinem Leben von größter Bedeutung, wenn du nur halblebendig bist. Wenn Körperlichkeit alles ist, was du kennst, wird Vergnügen von immenser Bedeutung in deinem Leben. Wenn du vollständig lebendig wirst, wirst du selig, freudvoll werden. Ekstatisch ohne Grund.
Explosionen von Ekstase in dir, ganz ohne Grund. Es ist fast peinlich. Jetzt löst sich der Gedanke an Vergnügen auf. Die Lust auf einen Drink, die Ausschau nach etwas Vergnüglichem verschwindet einfach aus deinem Denken, weil du vollkommen am Leben bist. Wenn du vollkommen lebendig bist, verschwindet das Vergnügen. Wenn du halb tot bist, ist Vergnügen eine wichtige, wichtige Sache.